Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Jetzt habe ich alles dabei, außer meinen Klicker für die PowerPoint, aber das macht bestimmt nichts. Der kommt bestimmt gleich. Vielen Dank. Hey, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Es ist so cool, euch hier zu sehen. Wieder im fast normalen Zustand. Hey, Dankeschön. Wieder im fast normalen Zustand. Es ist schön, wieder ein Stück weit zurück zur Normalität zu kommen. Und ich bin im Jesuszentrum unserer Gemeinde, euch wirklich sehr dankbar, dass wir bis jetzt immer sehr gut durch diese Corona-Zeit durchgekommen sind und wir bis jetzt in Frieden und Einheit auch einfach unterwegs waren und uns untereinander wirklich akzeptiert haben, so wie wir sind, in unterschiedlichen Meinungen, in unterschiedlichen Phasen. Und das macht uns als Gemeinde aus. Das macht uns aus, dass wir wirklich als Familie, als Gemeindefamilie hier sein können. Heute ist ein besonderer Sonntag, wir haben es schon gesagt, heute haben wir noch Mitgliederaufnahme und Taufe und wir sind gerade mitten in unserer Predigtserie Wunschthemen. Ihr durftet ein paar Wochen lang quasi Themen wählen, wo ihr gesagt habt, hey, das würde uns mal interessieren, was wir machen. Konntet ein paar Themen aussuchen, konntet dafür voten und da sind wir gerade mit in der Serie. Und heute geht es um das Thema Back to the Roots, nochmal neu durchstarten. Und zuerst habe ich gedacht, irgendwie, okay, nochmal neu durchstarten. Keine Ahnung, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich meine Predigt ist. Habe aber so ein bisschen über mein Leben nachgedacht und dachte, doch, auch mit 34 hatte ich tatsächlich auch schon diese Phase, wo ich neu durchstarten musste und wo ich nochmal irgendwie Gas geben musste, wo Glaube für mich was war, wo ich dachte, ja, okay, vielleicht ist es ja doch nicht das Richtige. Und wo ich wirklich auch Zweifel hatte in meinem Leben. Ich bin jetzt, seit ich 13 Jahre alt bin, in Gemeinden wirklich aktiv und arbeite dort mit. Und in unserer Gemeinde früher, wo ich groß geworden bin, da war das immer so, dass uns die Erwachsenen wirklich von Anfang an mit reingenommen haben. Wirklich, ich habe mit 13 das erste Mal in einem Gottesdienst mitgewirkt und wir durften mitgestalten, wir durften mitbestimmen auch, wie unser Gemeindealltag aussieht. Als unsere Jugendgruppe gegründet worden ist, neu, da war es so, dass die Erwachsenen von Anfang an gesagt haben, hey, ihr jungen Leute, ihr kommt direkt mit und ihr dürft direkt mitentscheiden, mitgestalten, wie ihr eure Jugendgruppe haben wollt. Wir wollen von euch wissen, wie soll eine Jugendgruppe aussehen. Und wir durften es mitgestalten, durften es mitmachen. Wir hatten damals auch eine Jugendband gegründet, wir hießen Revival. Und haben dann auch Jugendgottesdienste gemacht, die haben wir Revival Nights genannt, also auf Deutsch Erweckungsabende genannt. Und haben dort Jugendgottesdienste gemacht. Und ich weiß noch am Anfang, da war es eine kleine Runde. Wir als 8 Jugendliche haben dann Gottesdienst gemacht, da waren vielleicht 30 Leute da. Aber das Spannende war, dass mit der Zeit, dass es immer mehr Leute geworden sind. Und dass wir jedes Mal gebetet haben, dass Gott mehr Leute schickt und mehr Menschen schickt, die wir mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Jesus erreichen können. Und ich weiß noch, an diesem einen Silvester, da hatten wir eine Silvester-Revival-Night gemacht. Und ich weiß noch, wie wir unseren Augen nicht trauen konnten, dass wir plötzlich alle Stühle aus unserem Raum rausstellen mussten, weil in diesem kleinen Raum plötzlich 120 Leute drin waren und die standen bis fein nach draußen, weil wir nicht genug Platz hatten. Und da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt aber auch nur der Anfang. Und dann haben wir gedacht, okay, wir beten, dass das Ganze noch weiter wächst. Und dann sind wir zu den Erwachsenen hingegangen und haben gesagt, hey, wir würden gerne Open-Air-Gottesdienste machen. Und die haben gedacht, ja, keine Ahnung, wenn ihr glaubt, dass das funktioniert. Und dann haben wir in der Stadt angefragt und haben dann von der Stadt Radolfzell direkt am Bodensee, an der Seepromenade, das Konzertsegel kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und konnten da Open-Air-Jugendgottesdienste machen, hatten dort dann hunderte von Leuten, die dort waren, Leute, die vorbeigelaufen sind. Hey, das war eine großartige Zeit. Im Winter haben wir dann gedacht, okay, lass uns da noch nicht halten. Sind zu den Erwachsenen gegangen, haben gesagt, hey, dürfen wir die Stadthalle mieten? Und die, ja, es kostet aber Geld und keine Ahnung was. Wir macht nichts, wir beten, dann wird es schon. Und wir haben diese Stadthalle gemietet und es kam jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, mehr als genug Geld zusammen. Und wir haben diese Stadthalle gefüllt und haben diese Jugendgottesdienste dort gefeiert. Hey, wir haben gesehen damals, wie Gott wirkt. Und ich liebe diese Zeit. Gott hat uns gebraucht. Und ich liebe diese Zeit, wie wir Gott einfach dort kennengelernt haben. Näher gespürt haben. Ne? Wir haben dort Songs geschrieben, wo wir einfach ausgedrückt haben, wie sehr wir Gott lieben. Und jeden Song, den wir gesungen haben, haben wir auch genauso gemeint, wie wir es gesungen haben. Und es war eine Zeit, wo wir glaubensmäßig einfach ganz, ganz tief unterwegs waren. Wo wir an Wunder geglaubt haben, wo wir gebetet haben, Dinge sind passiert, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo Menschen frei geworden sind von Dingen. Und ich liebe diese Zeit. Glaubensmäßig habe ich Gott, glaube ich, noch nie so stark gespürt wie in dieser Zeit, wo mein Glaube so quasi gewachsen ist. Ich habe ständig neue Sachen über Gott gelernt. Ich habe ihn jeden Tag ein Stückchen mehr kennengelernt. Und weil ich euch nicht vorenthalten will, habe ich einen kleinen Song mitgebracht.
den ich euch gerne mal zeigen möchte, angenommen Marc ist da. Aber gar kein Problem. Habe ich einen kleinen Song mitgebracht aus dieser Zeit von unserer Jugendband, um euch einfach mal zu zeigen, wie ich angefangen habe, wie das mit Worship technisch angefangen habe. Ihr kennt den Song bestimmt alle. Hört einfach mal ganz kurz rein. Danke, danke. Reicht schon mal. Oh ja. Das war meine erste Band, in der ich Worship gemacht habe. Hey, und ich liebe diese Zeit. Und es war eine wunderbare Zeit, wo wir Gott so stark erlebt haben. Aber dann passiert es nun mal, wie es halt manchmal kommt. Ne? Das Leben nimmt so seinen Lauf, man wird älter, der Alltag nimmt einen ein, die Verantwortung nimmt zu, die Prioritäten ändern sich und manchmal erlebt man dann auch irgendwelche Ereignisse, Enttäuschungen oder sonst was und plötzlich ist von all diesem Feuer, was man am Anfang gespürt hat, nicht mehr da. Diese erste Liebe, die man Gott gegenüber gespürt hat, die ist irgendwie so ein bisschen abgeflacht und sie verschwindet so Stück für Stück. Und es ging mir auch so, eine ganze Weile, dann wurde ich tatsächlich dem Glauben gegenüber kritischer. Und das, weil ich Dinge erlebt habe, weil ich Enttäuschungen erlebt habe, weil es vielleicht auch ein bisschen in mir eingeschlafen ist, so dieses Erwarten auch, dass Gott Wunder tut. Und auf einmal war von diesem Feuer nicht mehr so viel da. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem eigentlich erwartet, dass es genauso ist wie früher, dass ich genau diese Zeiten immer und immer wieder erlebe und dass ich diese Zeiten einfach weiter erleben darf. Und ich denke gern zurück an diese Zeiten, weil hier haben sich die Wurzeln meines Glaubens gebildet. Hier sind die Wurzeln entstanden von dem, wie ich meinen Glauben lebe, was ich von Gott auch denke und erwarte. Ne, hier habe ich erlebt, dass Gott Wunder tun kann. Hier habe ich erlebt, dass man manchmal Risiken eingehen muss. Hier habe ich erlebt, haben mir Leute gezeigt, wie Leiterschaft funktioniert, wie man mitarbeitet. Hier habe ich all diese Sachen erlebt, die mich jetzt immer noch weiterträgt. Aber manchmal passieren eben diese Dinge. Da passiert was Schicksalhaftes in deinem Leben. Oder man schläft einfach ein und irgendwie der Alltag holt einen ein. Oder man trauert alten Zeiten hinterher. Oder eben Enttäuschungen und schlechte Erfahrungen, die irgendwie mich nicht mehr so glauben lassen, wie ich es früher mal gemacht habe. Manchmal gibt es wirklich Menschen, die dann so über ihr Leben nachdenken und sagen, so glauben wie früher, das kann ich nicht mehr. So wie früher kann es eigentlich nicht mehr werden. Und dann kommt manchmal dieses Gefühl hoch, irgendwas in meinem Leben muss ich eigentlich ändern. Weil früher war es doch so, es war so leidenschaftlich, es war so gut und jetzt ist es irgendwie nicht mehr. Irgendwas muss ich ändern. Vielleicht brauche ich einfach einen neuen Job, irgendwie was Neues in meinem Leben, was Frisches in meinem Leben. Oder meine Beziehungen müssen sich ändern und meine Freundschaften, vielleicht sogar meine Ehe oder mein Wohnort. Vielleicht reicht es einfach, wenn ich umziehe, mein Haus, meine Wohnung wechsle und einfach rauskomme. Oder es muss einfach meine Gemeinde sein. Ne? Irgendwie, da läuft es nicht so. Wenn es mit dem Glauben zu tun hat, dann muss es ja die Gemeinde, die ich auf jeden Fall vielleicht wechseln muss. Und manchmal ist dieses Bedürfnis so groß, dass sich das vielleicht sogar körperlich zeigt. Dann kommen die schlaflosen Nächte oder die Kopfschmerzen, vielleicht sogar die Depressionen, dass ich weiß, ach, keine Ahnung, irgendwie ist dieser Schwung aus meinem Leben raus und weiß nicht, wie das irgendwie werden soll. Aber die Sache ist, egal, was wir ändern, wenn wir versuchen wegzurennen, uns selbst nehmen wir immer mit. Wenn ich in einen neuen Job renne, nehme ich mich selbst mit. Wenn ich in eine neue Wohnung renne, nehme ich mich selbst mit. Wenn ich in eine neue Beziehung reinrenne, nehme ich mich selbst mit. Und das ist genau dasselbe Ding, wie wenn wir was Neues kaufen. Kennt ihr das? Da gibt es so eine Sache, die wollt ihr unbedingt haben. Und ihr habt das Gefühl, hey, ich will das unbedingt haben. Das war schon lange mein Wunsch, genau diese eine Sache zu haben. Und wenn ich die habe, dann trägt das meinem Glücksgefühl auf jeden Fall bei. Und dann habe ich auf jeden Fall ein Stückchen mehr Glück in meinem Leben. Und dann habt ihr diese Sache, aber wie lange hält dieses Glück an? Also ich kann zumindest von mir sagen, ich freue mich dann eine Weile dran und dann veräppt es aber wieder ganz schnell. Und irgendwie denke ich mir, ist halt normal geworden, ne? Ist halt Alltag. Und im Glauben ist es, glaube ich, genauso. Wir wünschen uns eine äußere Veränderung. Ja, in unserer Gemeinde muss sich jetzt was ändern. Im Gottesdienst muss sich was ändern. Der Worship muss sich irgendwie ändern. Das muss so werden wie früher oder keine Ahnung. Irgendwas fehlt mir. In meinem Gebetsleben muss sich was ändern.
irgendwie muss es anders werden. Aber wisst ihr was, es geht nicht um die äußeren Veränderungen, sondern ich glaube, dass es am Ende um die Veränderungen in unserem Herzen geht. Und heute soll es darum gehen, wieder den Weg zu finden, zurück zu dieser ersten Liebe, zurück zu diesen Wurzeln des Glaubens, zurück zu dieser Leidenschaft, die wir haben. Es geht wieder darum, Feuer und Leidenschaft zu finden. Und ich glaube, dass die Predigt trotzdem für alle Generationen gedacht ist. Auch wenn es natürlich oft ist, ne, wenn man älter wird, dann passiert das vielleicht noch mal ein bisschen eher aufgrund der Erfahrungen, aufgrund dem, was man erlebt hat, dass man vielleicht ein bisschen abkommt von diesen Wurzeln, dass diese Wurzeln ein bisschen mehr verkümmern. Und natürlich ist es so, wenn man älter ist, dass das eher passiert. Letztens habe ich mit einer weiseren Person aus unserer Gemeinde geredet, mich unterhalten und die Person hat dann auch gemeint, so im Rentenalter, da verändert sich nochmal alles. Und plötzlich muss man nochmal ganz neu überlegen, sich neue Gedanken machen, wie man sein Leben und auch seinen Glauben leben möchte. Und ich bin mir aber sicher, so wie die Person im Glauben unterwegs ist, dass sie sich nicht erst im Rentenalter darüber Gedanken gemacht hat, sondern ich glaube tatsächlich, so wie du im Alter unterwegs bist, das entscheidest du nicht erst kurz vor der Rente, sondern das entscheidest du heute. Und darum soll es heute gehen, dass mein Glaube von morgen, das sind die Entscheidungen, die ich heute treffe. Und ich glaube auch, dass diese Person ihr ganzes Leben lang Entscheidungen getroffen hat, die dazu beigetragen hat, dass sie ihren Glauben heute immer noch feurig und Leidenschaft leben kann. Und mein Glaube von morgen sind die Entscheidungen, die ich heute treffe. Und deswegen glaube ich, dass es für uns alle ist, ne? Für die Jugend da ist, weil auch ihr werdet älter werden und auch ihr werdet heute Entscheidungen treffen. Es ist für die, die heute neue Mitglieder werden. Es ist für die, die sich heute taufen lassen. Ne? Es ist das, was du heute entscheidest. Ne? Das ist das, wie du auch morgen bist. Ich bin ja letztens über einen interessanten Text in der Bibel gestoßen. Steht in Prediger 4, 13 bis 16. Da steht, besser ein junger Mann, der arm, aber weise ist, als ein alter und törichter König, der keine Ratschläge annimmt. Es ist schon vorgekommen, dass man einen jungen Mann aus dem Gefängnis geholt und ihn zum König gemacht hat, obwohl er noch zu Zeiten des alten Königs in Armut geboren wurde. Doch ich habe auch beobachtet, dass die Menschen sich schnell wieder auf die Seite eines anderen stellten, der stattdessen die Herrschaft übernehmen sollte. Für eine Weile lief die begeisterte Volksmenge den neuen Machthaber nach, aber bald darauf waren sie auch mit ihm nicht mehr zufrieden und sein Ruhm erlosch schnell. So war alles umsonst, als hätte er versucht, den Wind einzufangen. Und ich finde es faszinierend, was König Salomo, von dem man sagt, er war einer der weisesten Menschen dieser Welt, ein weiser König, dass er auch so festgestellt hat, zu dieser Zeit, ne, die Zeit vergeht. Nicht, dass sie vergeht, sondern Zeiten ändern sich auch. Und das lässt sich auch gar nicht aufhalten. Wenn du es versuchst aufzuhalten, das ist wie, wenn du versuchst, den Wind einzufangen. Zeiten verändern sich. Und da kommen manchmal neue Dinge und man rennt ihnen hinterher. Und die Begeisterung ist erstmal groß und dann ebbt es ab und dann ist es aber auch ganz schnell wieder vorbei, weil es kommt wieder irgendwas Neues. Er vergleicht das hier mit Machthabern, aber das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, im Beispiel neue Dinge, die pushen einen kurz und dann ist man kurz motiviert, aber es geht nicht um diese äußeren Dinge, weil die Freude, dieses Glück verschwindet ganz schnell. Aber wirkliche Veränderung passiert nur im Herzen. Und Salomo sagt dazu zwei interessante Dinge. Nämlich erstens, die Jungen sollen weise sein. Er sagt, besser ein junger Mann, der weise ist. Und die Alten sollen Ratschläge annehmen. Mit anderen Worten sagt er sagt den Jungen, glaub nicht, dass du alles besser weißt. Du brauchst Weisheit und deine Weisheit muss zunehmen. Und er sagt den alten Leuten, glaub nicht, dass du alles besser weißt. Nimm Ratschläge an. Mit anderen Worten sagt er, hey, egal in welcher Phase du in deinem Leben bist, das, was du brauchst, ist Wachstum. Du darfst nicht stehen bleiben. Du musst Wachstum erleben, wenn du irgendwie weiterkommen willst. Und dazu brauchst du Wachstum in deiner Weisheit, in dem, was du aufnimmst. Ne? Den Jungen sagt er, sei weise, den Alten sagt er, nimmt Ratschläge an. Aber wir brauchen Offenheit, dazu zu lernen und dadurch Wachstum zu erleben. Ich habe schon mal erzählt, dass ich in meinem Leben auch diese Phase hatte, wo ich von Kirche und Gott und Glauben irgendwie nicht mehr so viel wissen wollte. Und ich habe da genauso eine Zeit erlebt, wo ich gedacht habe, ich brauche eine Veränderung, die Gott mir vielleicht nicht geben kann. Und ich habe dann irgendwann ein Buch gelesen, wo es genau um dieses Thema Wachstum auch ging, Wachstum im Glauben. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie das Buch heißt, aber ich habe irgendwo noch so eine alte Notiz gefunden, wo ich so ein paar Punkte dazu aufgeschrieben hatte.
Und ich habe gedacht, irgendwie diese Punkte passen. Und ich habe 5 von diesen Punkten heute mitgebracht und ich habe sie irgendwie die 5 Wachstumsbereiche genannt, weil ich glaube, wenn wir in diesen Punkten wachsen, dass es unserem Glauben hilft, dass es unseren Wurzeln des Glaubens hilft, stark zu bleiben, dass sie nicht faulen, dass sie nicht verkümmern, sondern dass wir dranbleiben können. Mir haben diese Punkte zumindest geholfen, als ich darin Wachstum erlebt habe, auch wieder so mein Feuer zu finden, zurück zu dieser ersten Liebe zu kommen. Ich möchte euch kurz diese 5 Punkte vorstellen. Erster Punkt, da geht es um Weisheit und Erkenntnis. Kolosser 1, Vers 10, da steht, denn ihr sollt ein Leben führen, das dem Herrn würdig ist und in allem seinen Gefallen findet. Ihr sollt Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis oder auch Weisheit Gottes. Um Weisheit von Gott zu erlangen, müssen wir eines tun, wir müssen hinhören. Wir dürfen nie aufhören, auf Gott zu hören. Das ist was, was wir nie verlernen dürfen, auf Gott zu hören. Und wisst ihr was, ich glaube an einen Gott, der nicht nur in irgendeinem alten Buch steht. Ich glaube an einen Gott, der nicht tot ist, sondern ich glaube an einen Gott, der früher zu den Menschen gesprochen hat. Und der es nicht nur früher getan hat, sondern der das auch heute noch auf dieselbe Art und Weise tut. Der auch heute noch zu den Menschen spricht und der es auch morgen tun wird und der es auch in der ganzen Zukunft tun wird. Aber manchmal müssen wir lernen, wieder einen Gang runterzuschalten in unserem lauten Alltag, in all dem, was auf uns zukommt, in dem, wo wir vielleicht neue Prioritäten gesetzt haben, weil Job und Studium und Kinder und Familie dazugekommen sind. Manchmal müssen wir lernen, wieder einen Gang runterzuschalten, wieder neu lernen, ruhig zu sein und auf Gott zu hören. Auf Gott und seinen guten Plan mit uns. Aber manchmal ist es so, dass wir von unserem Problem so überrannt sind, dass es uns schwerfällt. Und manchmal sind wir von unserer eigenen Meinung auch so eingenommen, dass wir gar keinen Raum mehr haben, Gott zu fragen, nach seiner Meinung zu fragen. Und ich glaube, nur in dieser all dieser Weisheit, die wir von Gott haben, die er uns zuspricht, können wir lernen, auch im Glauben dran zu bleiben. Und die Sache ist, je besser ich Gott kenne, desto geringer ist auch diese Chance, dass ich beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten direkt wieder vom Glauben oder mich von ihm abwende. Wenn Gott zu mir spricht, wenn Gott mir seine Weisheit schenkt, ist die Chance viel geringer, dass ich mich direkt abwende, wenn irgendwas in meinem Leben kommt. Der zweite Punkt ist Liebe. Wir müssen Wachstum erleben in der Liebe. 1. Thessalonicher 34, 9 bis 10 steht, was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich euch nichts darüber zu schreiben, denn Gott hat euch selbst auch Gott hat euch gelehrt, einander zu lieben und so weiter. Ihr könnt es ja hier lesen. Ne? Manchmal ist Lesen ziemlich schwer. Und da steht, schon jetzt ist eure Liebe zu euren Freunden in ganz Mazedonien groß. Trotzdem bitten wir euch, Brüder und Schwestern, sie noch mehr zu lieben. Okay? Er fordert uns hier auf, dass unsere Liebe wachsen soll. Dass unsere Liebe größer werden soll. Dass unsere Liebe zunehmen soll. Die Bibel sagt, wenn wir lieben, werden die Menschen darin Gott sehen. Wenn wir einander lieben, werden die Menschen darin Gott sehen. Mit anderen Worten, Liebe macht Gott also präsent in unserem Leben. Durch die Liebe können Menschen Gott in unserem Leben sehen. Und er wird sichtbar in unserem Leben. Gott selbst ist Liebe. Und alles, was wir tun, sollten wir auch aus dieser Liebe tun. Ganz ehrlich, sonst ist es bedeutungslos. Manchmal vergessen wir, dass wir wirklich aktiv lieben müssen, damit der Gott, dass mit Gott wirklich, dass wir diese Liebe von Gott auch wirklich aktiv in unserem Leben auch sehen können und erfahren können. Liebe. Nächster Punkt ist Freude. Philipper 4,4, freut euch dem Herrn alle Wege, abermals sage ich euch, freut euch. Eine ganz einfache Aussage. Wisst ihr, die Bibel ist voll von Aussagen über Freude. Ich habe nur mal ganz kurz irgendwie Freude eingegeben und kam über 350 Mal in der Bibel vor. Darüber, dass Gott sich freut, darüber, dass sein Volk sich freut, darüber, dass wir uns freuen sollen, darüber, dass Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Freude scheint Gott irgendwie wichtig zu sein. Und wenn ich Wachstum in Freude erlebe, dann hilft es vielleicht auch in schlimmen Phasen meines Lebens irgendwie mit Freude erleben zu können. Deswegen brauchen wir Wachstum der Freude. Deswegen müssen wir lernen, uns immer wieder zu freuen, Freude erleben zu können, Freude über Gott in meinem Leben erleben zu können. Das war, glaube ich, in meinem Leben eines der größten Lernfelder. Als ich eben in dieser Phase war, wo ich dachte, Gott, keine Ahnung, nee, Gemeinde, keine Ahnung. Hey, ich war enttäuscht von Gemeinde und ich war enttäuscht von dieser Welt und ich dachte, die sind alle verrückt und die Menschen sind verrückt und Gott ist vielleicht auch irgendwie verrückt. Keine Ahnung, was das soll.
Aber wenn es nichts gibt, worüber du dich freuen kannst, dann kommen plötzlich ganz schnell dunkle Gedanken in dein Leben. Und du hast ganz schnell Gedanken, wo du denkst, so, die willst du eigentlich nicht haben. Wir brauchen die Freude in unserem Leben, damit auch wieder Licht in unser Leben kommen kann. Und deswegen ist es wichtig, Freude zu erleben, Wachstum in dieser Freude erleben zu können. Damit wieder Licht in unser Leben kommt. Damit es wieder was gibt, wo wir sagen, das lohnt sich, dafür zu leben. Durch die Freude bekommen die Dinge wieder einen Wert in unserem Leben. Und der vierte Punkt ist Glaube. 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Die Bibel, da geht es auch viel um Glauben. Und wenn ich mir was wünschen würde für mein Alter, wenn ich mal irgendwann in Rente gehe und wenn ich mir eine Eigenschaft wünschen könnte, die ich habe, dann wäre es Glauben. Ich glaube, die würde ganz oben auf meiner Liste stehen. Glauben. Und ich wünsche mir, dass mein Glaube in meinem Leben immer weiter wächst. Dass mein Glaube von Jahr zu Jahr zunimmt. Glaube ist tatsächlich nichts, was ich entweder habe oder nicht habe. Sondern Glaube ist was, wo ich Wachstum erleben muss. Glaube ist was ich lernen kann. Glaube ist in mancher Hinsicht vielleicht sogar eine Gabe, die wir haben. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, in unserem Leben zu glauben, in diesem Glauben zu wachsen. Und ich glaube, dass unser Leben dadurch unerschütterlicher wird. Wenn ein Sturm im Leben kommt, ist es der Glaube, der uns an Gott festhält. Weil ich eben glaube und nicht schaue. Gott steht dann im Mittelpunkt und nicht mehr meine Umstände. Und dabei ist es wichtig zu sagen, Umstände dürfen im Leben sein. Ich habe das schon oft gesagt, wir brauchen unsere Umstände, wir brauchen unsere Probleme, Sorgen nicht weglächeln. Das funktioniert nicht. Wir können sie nicht weglächeln, wir können nicht so tun, als wären sie nicht da. Aber die Frage ist, was ist im Mittelpunkt von meinem Leben? Wo liegt mein Fokus drauf? Liegt mein Fokus auf dem, der mich durch meine Probleme begleitet? Oder liegt mein Fokus auf den Problemen selbst? Wo liegt mein Fokus? Und der letzte Punkt, wo ich glaube, da brauchen wir Wachstum, ist die Fähigkeit, andere auf Jesus hinzuweisen. In Apostelgeschichte 9, da können wir lesen, wie Paulus sich bekehrt hat. Paulus war einer der größten Christenverfolger überhaupt zu der Zeit. Er war ein super gesetzlicher Jude, hat Christen damals verfolgt, hat sie gefangen nehmen lassen, hat sie hinrichten lassen und bestrafen lassen. Paulus hat die Christen gehasst. Und dann begegnet ihm Jesus. Und in dieser Begegnung mit Jesus lernt er Jesus plötzlich kennen und der merkt, oh, dieser Jesus ist doch gar nicht so schlecht. Nicht nur das, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Und er hat dieses Bekehrungserlebnis, dass er sich zu Jesus hinwendet. Und er bekommt von Jesus diese Berufung. Er bekommt diese Berufung, jetzt selbst dieses Evangelium zu erzählen, diese frohe Botschaft von Jesus zu erzählen. Er bekommt diese Berufung, Jesus selbst bekannt zu machen. Und es hat den Leuten, den Christen, aber gar nicht gepasst. Ne? Die haben gesagt, der hat uns doch noch vor kurzem verfolgt. Wie unecht, wie unauthentisch ist das jetzt, dass der jetzt rumläuft und von diesem Jesus erzählt. Wir glauben dem kein Wort. Und in dieser Anfeindung steht dann Folgendes über Paulus. Saulus aber trat umso kraftvoller auf und brachte die Juden Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen darlegte, dass Jesus der Christus ist. Und ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes im Leben als Christ, dass man Menschen zu Jesus führt oder zumindest dabei hilft oder seinen Teil dazu beiträgt, dass Menschen Jesus selbst in ihrem Leben entdecken können. Und ich liebe, wie Paulus hier nicht irgendwie wegen diesen Umständen, dass ihn die anderen Christen irgendwie nicht ernst nehmen und nicht mögen, irgendwie sagt so, gut, dann lass ich es halt, sondern er sagt, hier steht, umso stärker, umso kraftvoller hat er das Ganze gelebt, umso kraftvoller hat er den Menschen von Jesus erzählt. Wenn ich lerne, Menschen auf Jesus hinzuweisen, ist es toll, ich lerne am meisten selbst dabei über Jesus. Und deswegen glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, in diesem Bereich auch zu wachsen. Und wahrscheinlich könnten wir jetzt über jeden dieser fünf Punkte eine ganze Predigt machen oder eine ganze Predigtreihe machen. Wäre wahrscheinlich gar kein Problem. Über manche von den Punkten hatten wir sogar schon Predigtreihen. Weisheit, Liebe, Freude, Glaube und andere auf Jesus hinweisen. Aber ich glaube, es ist wichtig, es zu wissen, dass wir was tun können, damit die Wurzeln unseres Glaubens, damit diese Liebe zu Gott,
damit die nicht irgendwie verkümmern, damit die nicht anfangen zu faulen. Das sind Punkte, wo ich zumindest in meinem Leben erfahren habe, dass sie mir helfen, wenn ich an diesen Punkten arbeite, dass meine Wurzeln stark bleiben, dass meine Wurzeln nicht anfangen zu faulen. Die Sache ist aber, wir müssen auch was dafür tun. Die 5 Wachstumsbereiche, was können wir dafür tun? Wir brauchen Bereitschaft tatsächlich für harte Arbeit. Arbeit gehört irgendwie zu Wachstumsprozessen dazu. Ich weiß auch nicht, was das so ist, aber wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir tatsächlich was dafür tun. Es ist schade, aber so ist es nun mal. Ich würde mir wünschen, ich könnte euch heute hier rausschicken und weil ich euch ein bisschen was aus der Bibel erzählt habe, wäre alles gut in eurem Leben und ihr müsstet nie wieder was machen. Alles wäre finito und alles wäre gut. Aber tatsächlich kann das keine Gemeinde, kein Pastor dieser Welt erfüllen. Ihr könnt mir zuhören, so viel ihr wollt. Ich kann die besten Sachen erzählen. Ihr könnt allgemein die besten Predigten der Welt hören. Ihr könnt in die Traumgemeinde gehen, die ihr habt. Aber es hilft nichts, einfach nur da zu sitzen und zuzuhören und zuzuschauen. Das würde ich mir wünschen, aber es ist nicht so. Gott hat Adam ganz am Anfang zuerst einen Job gegeben, bevor er ihm seine Frau gab. Das Erste, was er bekommen hat, ist eine Aufgabe, diese Welt zu bewahren, zu bebauen und so weiter und so fort. Manchmal bedeutet Wachstum einfach Arbeit. Wir können nicht warten, dass unser Leben, dass unser Glaube einfach weitergeht und sich dadurch alles verbessert. Und ich habe das eine Weile gedacht, ich bin so in charismatischen Verhältnissen zum Glauben gekommen und groß geworden. Und es war auch, wie gesagt, wie ich vorher erzählt habe, eine wunderbare Zeit. Aber im Kern hat irgendwie immer sowas mitgeschwungen, dort in der Gemeinde zumindest, so mit, wenn du ein Problem hast, dann bete doch, dann sag's doch einfach Gott. Und ich habe dann aber auch gefragt, aber ja, okay, ich bete, aber was soll ich tun? Und als Antwort kam immer nur, naja, bete, vertraue doch auf Gott. Oder vertraust du Gott nicht? Und mir wurde diese Frage tatsächlich gestellt, vertraust du Gott nicht? Da wollte ich einfach nur Hilfe bei einem Problem haben. Und ich will es gar nicht kleinreden, dass Gott nicht auch Wunder tun kann. Ich habe diese Wunder in meinem Leben erlebt, ich habe die Wunder bei anderen im Leben gesehen und manchmal reicht dafür tatsächlich einfach ein Gebet aus, dass Gott Wunder tut, dass Gott Menschenleben verändert, um 180 Grad dreht. Ich habe Menschen kennengelernt, die wurden von jetzt auf gleich befreit von Drogen oder von irgendwelchen anderen Süchten. Es gibt die wunderbarsten Dinge im Leben, die Gott tut, einfach nur dadurch, dass jemand ein Gebet spricht. Aber meine Erfahrung ist, dass ich in den allermeisten Fällen in meinem Leben erstmal was dafür tun musste. Erstmal mich in Bewegung setzen musste. Erstmal handeln musste. Und dass es nicht von meinem Sofa ausging, in dem ich da saß und in Trauer irgendwie geschwelgt habe. Wir müssen uns bewegen. Aus dieser Bewegung heraus tut Gott diese Wunder. Davon bin ich überzeugt. Und dann braucht es daneben auch diese Bereitschaft für Auseinandersetzung mit unangenehmen Dingen. Ich weiß, manchmal ist es so, dass wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Und manchmal haben wir auch allen Grund, zufrieden zu sein, wirklich. Zufriedene Menschen sind glückliche Menschen, das ist auch eine gute Sache. Wenn wir nie zufrieden sind, dann werden wir habgierig. Aber manchmal frage ich mich, ob Gott mehr mit uns vorhat. Da sind wir in unserem kleinen Job und denken mir, naja, das ist halt das, was ich habe und irgendwie bin ich unzufrieden, aber irgendwie lasse ich es jetzt auch so, wie es ist. Oder ich bin in meiner Gemeinde und denke mir, naja, irgendwie ist es ja nett, aber es könnte auch irgendwie mehr sein, irgendwie dieses Feuer könnte wieder mehr aufsprudeln, aber mit dem Dienst, den ich tue, ich bin einfach zufrieden und lasse es so, wie es ist. Obwohl Gott eigentlich vielleicht viel Größeres mit dir vorhat. Die Sache ist aber die, wenn wir Größeres in unserem Leben wollen, wenn wir Größeres passiert, bedeutet es meistens auch mehr Arbeit. Oder es bedeutet meistens auch, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, da plötzlich Dinge auf uns zukommen, die wir regeln müssen. Wenn ich einen bedeutungsvolleren Job vielleicht in meiner Firma annehme, vielleicht eine Führungsposition vielleicht habe, bedeutet das weniger Freizeit, mehr Verantwortung. Das betrifft vielleicht auch die Gemeinde. Wenn ich plötzlich in der Gemeinde mitmische oder eine Leitungsverantwortung übernehme, bedeutet das plötzlich vielleicht weniger Freizeit oder dass ich mehr Zeit in der Gemeinde investiere, dass ich mehr Verantwortung bekomme und so weiter. Wir müssen uns tatsächlich manchmal mit unangenehmen Dingen auseinandersetzen. Manchmal denke ich mir, beziehungsweise als ich so meine Berufung angenommen habe, so für den vollzeitlichen Dienst, dachte ich mir auch, na okay, das wird mich jetzt was kosten. Manchmal hätte ich auch gern so einen 9-to-5-Job, ich komme um 5 nach Hause von der Arbeit und habe dann meine Freizeit, kann meine Zeit mit meiner Frau verbringen, muss keinen Gedanken mehr verschwenden an die Arbeit. Aber ich weiß, dass es mich auch was kostet, meiner Berufung zu folgen. Ich hätte es nicht machen müssen, ich hätte auch weiter im Einzelhandel bleiben können, ich hätte hier ehrenamtlich dienen können, aber irgendwie dachte ich mir, meine Berufung ist hier noch nicht zu Ende.
Und das bedeutet halt weniger Freizeit zu haben, keine festen Arbeitszeiten zu haben, viele Abendtermine, Wochenende arbeiten, 6-Tage-Woche und so weiter. Und wisst ihr was? Ich liebe das. Ich liebe das wirklich, weil mich dieser Schritt, meiner Berufung zu folgen, wieder viel näher zu diesen Wurzeln meines Glaubens gebracht hat, viel näher zu Gott gebracht hat. Diesen Weg Gottes zu folgen, hat mich so nah zu ihm gebracht. Und ich habe keine Ahnung, was es bei dir ist, was deine Berufung ist, was das ist, was dein Weg ist, den Gott von dir möchte. Aber ich glaube, wenn wir diesem Weg folgen, bringen uns das so viel näher an Gottes Herz, bringen uns das so viel näher zu diesen Wurzeln, an den Anfängen zurück, bringt uns das so viel näher zu dieser ersten Liebe, die wir für Jesus empfunden haben oder immer noch empfinden, zurück. Wer Wachstum erleben möchte, wer stark bleiben möchte im Glauben, der darf nicht stehen bleiben, sondern muss immer offen bleiben. Ich habe als Jugendlicher habe ich Kakteen gesammelt, also Kaktuspflanzen. Und ich fand die cool, weil ich dachte, da muss man sich wenig drum kümmern, ab und zu mal gießen. Ne? Und ich fand die irgendwie toll. Aber was ich erlebt habe, ist, ne, dass ich habe mich null drum gekümmert. Und ab und zu habe ich dann halt mal so gefühlt einen Liter Wasser reingegossen, bis halt irgendwie das Gefäß voll war mit Wasser. Ich dachte, nein, ich habe es ja ein halbes Jahr davor nicht gegossen. Aber das Ding stand einfach nur da, ne? Und dann eben in diesem Wasser. Und wahrscheinlich hätte ich sie gießen müssen, hätte das Rest vom Wasser wieder ausgießen müssen. Ich hätte was dafür tun müssen, dass diese Pflanze dann nicht verfault. Und diese Wurzeln waren einfach total faul, weil sie einfach nur in diesem Wasser standen und nicht aus diesem Wasser rauskamen. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir uns einfach nur hinsetzen und warten, dass was passiert. Vielleicht kommt dieser Segen auch von Gott. Und vielleicht kommt das alles, aber ich weiß nicht, ob am Ende vielleicht einfach nur vom Rumsitzen, von dem, dass wir einfach in diesem Wasser stehen, die Wurzeln vielleicht ein bisschen faul werden. Ich glaube, wir müssen uns bewegen, ab und zu rausbewegen, dieses Wasser weitergeben. Und genau darum geht es auch, darum Bereitschaft zu segnen. Gott ist ein Gott, der segnet. Und dieser Segen, diesen Segen, den sollen wir wiederum auch an andere weitergeben. Und das ist kein Muss. Wir können stehen bleiben in diesem Segen, wir können stehen bleiben in diesem Wasser und darin bleiben. Und das geht bestimmt auch eine Weile gut. Aber ich glaube, wenn wir lang drin stehen bleiben, dann kann sein, dass es irgendwann mal ein bisschen anfängt zu faulen oder dass es irgendwann einfach irgendwie nicht mehr, das Wasser nicht mehr gut ist und abgestanden ist. Und ich glaube, dass Segen immer was mit dem Kreislauf zu tun hat, mit dem Fluss zu tun hat, den wir weitergeben müssen. Und dass das einfach ein Prinzip ist in Gottes Reich. Wenn du willst, dass deine Liebe wächst, dann streu die Liebe auch weiter. Wenn du willst, dass du Weisheit erlangst, dann teil dein Wissen. Wenn du deine Finanzen wachsen sehen willst, dann lerne zu geben. Wenn deine Freude wachsen soll, dann hilf anderen, sich zu freuen. Wenn dein Glaube wachsen soll, dann teile ihn. Wir müssen säen, wir müssen geben, damit wir auch ernten können. Und ich glaube, das ist einfach ein Prinzip in Gottes Reich, dass wir genau das tun müssen. Die Frage ist, okay, welche Schritte du heute gehen willst? Was tust du, damit diese Wurzeln stärker werden in deinem Glauben und nicht verfaulen? Und es betrifft jetzt alle Generationen. Was wollt ihr als junge Generation dafür tun, damit ihr später nicht sagt, keine Ahnung, mein Glaube ist doch nicht mehr das, was es mal war. Und ich glaube, dazu ist es aber auch nie zu spät. Auch alle älteren oder weiseren Personen hier, es ist nie zu spät, trotzdem zu sagen, hey, ich will was dafür tun, damit diese Wurzeln wieder frisch und stark werden. Und manchmal erleben wir eben diese Dinge. Wir erleben die Krisen, wir erleben das, dass wir eingeschlafen sind, wir erleben irgendwie, dass die alten Zeiten hinterher trauern oder Enttäuschungen, schlechte Erfahrungen. Aber die Entscheidung, wie wir damit umgehen wollen, das treffen wir jetzt. Die Entscheidung, wie wir mal morgen und in einem Jahr oder in vielen Jahren sein wollen, die treffen wir jetzt. Und deswegen glaube ich, ne, und das ist das, was wir heute einfach mitnehmen dürfen. Also mein Glaube von morgen sind diese Entscheidungen von heute. Das sind die Entscheidungen, die du heute Morgen hier triffst, die du jeden Tag triffst, wie du in deinem Glauben weitergehen willst, wie du in deinem Glauben wachsen willst, wie du mal später auch sein willst. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass ich später mal, wenn ich Rentner bin, nicht griesgrämig vom Balkon runterschreie und sage, die jungen Leute sollen still sein und schlechte Laune haben, sondern ich wünsche mir, dass mein Glaube stark ist und wenn, dann will ich Jesus vom Balkon runterschreien. Amen.
Aber es ist die Entscheidung, die ich jetzt treffe dafür, wie ich sein will. Und der Teufel, der liebt es, uns zu zerstören. Ich glaube daran, ne, dass es diesen Gott gibt und ich glaube auch daran, dass es diesen Teufel gibt. Und er liebt es, uns zu zerstören. Und er liebt es, uns zum Stillstand zu bewegen, dass wir einfach nur in unserem Siff stehen bleiben und darin warten. Und das ist dann sein Sieg. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, in Bewegung zu bleiben. Heute schon die Entscheidung zu treffen. So wie Salomo das schon festgestellt hat, wir müssen offen bleiben. Wir müssen dazu lernen. Und dazu ist es auch wirklich nie zu spät. Hey, und dafür möchte ich heute Morgen nochmal beten. Deswegen lass uns aufstehen. Ich möchte heute Morgen für dich beten. Ich möchte für unseren Glauben beten, den wir haben. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Tag und ich danke dir dafür, dass du kein toter Gott bist, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, der heute Morgen hier ist und heute Morgen sprechen will in unsere Herzen. Ich danke dir dafür, dass du heute wirklich unsere Herzen öffnen möchtest und wirklich deinen Geist darin ausgießt. Wir danken dir, Jesus, dass du uns öffnest wirklich für dich, für deine Liebe, für deine Freude, für deine Gnade, die du für uns hast, Jesus. Und ich bete dafür, dass wir wirklich Glauben leben dürfen, dass wir in unserem Glauben wachsen dürfen, dass wir in all diesen Bereichen wachsen dürfen, dass unsere Wurzeln wirklich befestigt werden. Dass diese Leidenschaft, die wir haben, die Leidenschaft, die wir vielleicht mal hatten, dass sie wieder zurückkommt, dass sie da ist, dass unser Feuer brennt wirklich für dich. Dass wir unserer Berufung folgen, dass wir dir folgen, deinem Plan folgen. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen hier bist, dass du wirklich zu jedem Einzelnen jetzt auch sprechen möchtest und uns einfach auch Dinge zeigst, wo wir sagen, genau da brauchen wir jetzt, da brauche ich Wachstum. Ob es meine Liebe ist, meine Freude ist, ob das irgendwie Weisheit ist, wo ich zunehmen will, ob das ist, dass ich wieder Menschen mehr von Jesus erzähle, ob das mein Glauben allein ist, wo ich sage, darin will ich wachsen. Aber danke, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du uns das zeigst und dass du uns auch motivierst, an diesen einzelnen Punkten dann einfach Gas zu geben und auch darin Weisheit zu erlangen, wie wir das machen können, was dein Plan für uns ist, was dein Plan, dein Weg für uns ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du gut bist und es einfach gut mit uns meinst und dass du dir diese lodernde Flamme einfach schon bereithältst und sie wieder in unser Herz setzen willst. Dass wir dich lieben dürfen, dass wir Leidenschaft für dich empfinden dürfen, für dein Werk, für dein Reich, für das, was du tust. Und dass wir einfach auch bei dir sein dürfen und auch Genugtuung finden in deiner Gegenwart. Danke, Jesus, dass du heute Morgen hier bist. Und all das, wo wir jetzt nicht wissen, wie wir es sagen wollen, das wollen wir einfach in das Gebet legen, was du uns gelehrt hast.